Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. Hallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben mal wieder die Folge, was heißt mal wieder, Folge 711. Ja, 711, ich befinde mich hier wieder an meinem Mischpult, mal wieder, ja, wie in der vorigen Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ja, Flo hat jetzt sein Keyboard, sein PSR-E 473. Ja, hat mich sehr gefreut und hat mir auch ein bisschen was am Telefon schon vorgespielt, wie er damit klarkommt. Also wirklich schön, Flo, wie du damit klarkommst schon. Ja, ist wirklich eine schöne Sache und ja, ist auch wirklich das richtige Keyboard für dich. Das denke ich auch und ja, wie gesagt, für mich ist der 600er immer noch, ja, also wie gesagt, ich sehe das ein bisschen, ja, was heißt anders. Für mich wäre dieser 473 super für die Arbeit, ne, weil da wäre er super, so mit den zwei Variationen und Mikrofonanschluss. Und aber jetzt so zum Arbeiten, muss ich sagen, bin ich froh, dass ich den 600er habe, ne, also weil er ja schon ein bisschen mehr drin hat und aber das ist alles eine Geschmackssache, ne? Andere sagen wiederum, nee, 600er reicht mir nicht, ich möchte auf jeden Fall einen 700er oder 900er haben. Andere Leute sagen, nee, für mich kommt nur ein Genus oder ein Tyros ins Haus. Ja, jeder hat so seine Vorstellungen von Keyboards. Es gibt auch Leute, die mögen Yamaha gar nicht, ne? Die sagen, nee, ich schwöre nur auf Korg. Ja, andere sagen wiederum, nee, Casio ist das einzig wahre. Also ihr merkt, die Unterschiede sind immer wieder mal ja, da und jeder hat so seinen Geschmack und das ist ja auch gut so, ne? So haben wir ja alle unterschiedliche Klänge, unterschiedliche Sounds, es wäre auch traurig, wenn alle dasselbe Keyboard hätten, dann könnte man sich zwar wunderbar austauschen, aber irgendwann würden alle gleich klingen und insofern finde ich das schon vollkommen okay, dass jeder so seinen Sound hat und jeder sein Keyboard hat, mit dem er klarkommt, ne? Jeder hat ja auch eine andere Bindung zu seinem Keyboard. Und für mich ist es ja eher nur so begleitmäßig, ne? Für Flo ist es wirklich ein Instrument, weil es ja beruflich macht. Für mich ist es ja eher so ein Begleitinstrument. Das heißt also, ich könnte auch total ohne Keyboard, wenn ich jetzt wirklich jemand hätte, der Gitarre spielt und ich spiele Cajon, könnte ich mich sogar auch darauf, vielleicht ein bisschen Keyboard im Hintergrund, aber da, wenn man das im Hintergrund macht, braucht man schon wieder ganz andere Sachen. Da muss es nicht gerade der 600er sein, da könnte es auch ein günstigeres sein, ne? Also das sind einfach so Sachen, es kommt immer darauf an, wie man so ein Ding einsetzt, sage ich mal. Ne? Und klar, wenn ich jetzt natürlich total alleine Musik mache, ist es wieder was anderes, als wenn ich jetzt wirklich mit Leuten Musik mache und mehrere Leute spielen Instrumente und man ist halt nur Hintergrund. Dann würde ich auch was ganz anderes wollen. Ja. Oder ich mache es halt beruflich, dann ist es wieder was anderes. Bei mir ist es ja wirklich nur Beiwerk, sage ich mal. Ne? Also um ein bisschen meine Sachen aufzuarbeiten, die ich so habe, dazu schreiben. Ja, jetzt zum Beispiel habe ich es gar nicht aufgebaut für den Podcast, ne? Weil ich einfach sage, mein Gott, wenn ich jetzt einen Podcast mache, dann ich brauche ja nicht jedes Mal das Keyboard. Intro habe ich ja hier und ja, so ist es. Ja, heute war wieder ein, ja, ich weiß gar nicht, wie heiß es heute war, weil ich war ja gar nicht draußen, aber ja, jetzt werde ich gleich erstmal was trinken. Und dann schauen wir mal, über was wir so noch reden können, um die Folge irgendwie zu füllen. Trinken wir mal einen Schluck. Ja, nachdem ich mit Flo gequatscht habe, hatte ich dann so beschlossen, Mensch, jetzt gehe ich einfach mal duschen. Das war so, ich weiß nicht, kurz vor 9 oder kurz nach 9, ich weiß es jetzt nicht, abends, habe ich gesagt, gut, gehst du schnell mal duschen. Bin ich duschen gegangen, habe mich neu angezogen, gewaschen, angezogen und all diesen ganzen Kram und habe gesagt, gut, jetzt setze dich ans Mischpult, wozu habe ich Urlaub? Und da ich ja nun abends auch ja, kreativer bin und besser, heute habe ich fast den ganzen Tag geschlafen. Naja, und jo, jetzt habe ich ja Urlaub, die drei Tage, Mittwoch, Donnerstag, also heute, morgen und Freitag. Ja, und das werde ich jetzt so ein bisschen nutzen, um ein bisschen aufzunehmen. Ich wollte erst mit dem Olympus aufnehmen, aber dann hat jemand nebenan Musik gehört und da dachte ich, naja gut, wenn du jetzt einen Olympus nimmst und die Musik kommt doch durch, dann wird vielleicht wieder gesperrt. Ne?
Ja, das ist halt immer schwierig. Also wenn irgendwo Musik läuft, dann muss man sofort, ja, dann. Aber da ist es wieder gut, dass ich das Mischpult habe und dass ich dann natürlich so aufnehmen kann. Und hier hört man es natürlich nicht. Ja, ich muss nur dann denken, richtig reinzusprechen hier. Ja, habe auch wieder diesen leichten Hall reingemacht, wie ihr hört, weil ich finde den einfach, ja, ist einfach ja, so ein bisschen Atmosphäre, künstliche Atmosphäre zwar, aber ich finde das halt immer noch besser, als wenn man die ganze Zeit so trocken klingt. Ne? Das ist, ja, das ist bei anderen vielleicht okay. Aber ja, ich finde, das ist bei mir ja jetzt so ein Markenzeichen geworden, so ein bisschen dieses leicht Verhalte. Also finde ich, empfinde ich so. Und von daher, man kann natürlich auch mal eine trockene Aufnahme machen. Ne? Wir können jetzt auch mal ein bisschen trocken, so als Vergleich. Ne? So klingt das dann ganz trocken. Ne? Das ist auch okay. Ne? Ja, im Hintergrund hört ihr die Mia wieder. Aber die haben heute nass. Jetzt mache ich diesen Effekt wieder rein. Na, also ich finde, wie gesagt, ich finde den Effekt eigentlich ganz okay. Na, im Hintergrund ist die Mia zu hören. Die Mauts, die haben heute Nassfutter bekommen, heute Morgen übrigens. Nassfutter mal wieder. Naja, und jetzt will sie halt wieder fressen, aber nein, einmal am Tag reicht. Hinter mir liegt natürlich meine Mieze wieder. Unsere Schleckputzmieze. Und die ist hier. Ja, da ist sie. In der Mieze. Ja. Da hört ihr Mia. Ich kann ja mal wieder lauter machen. So, jetzt habe ich das Mikrofon mal wieder auf ganz laut gemacht. Das heißt, jetzt kann ich natürlich, gut, jetzt ist natürlich der Vorteil, es rauscht zwar ein bisschen mehr, aber ich kann natürlich auch mal im Hintergrund sein. Ne? Können jetzt natürlich auch mich ein bisschen zurücklehnen, so ein bisschen reinsprechen, so aus der Ferne, dazu noch den Hall reinmachen, so ein bisschen Hall, so ein bisschen, ne? Also das, ja, kann man auch mal machen. Ne? Ist jetzt zwar ein bisschen verrauschter, zumindest bei mir auf dem Kopfhörer, bei euch ist es nicht ganz so schlimm, weil das ja nicht so rauscht, die Aufnahme, wie jetzt bei mir über Kopfhörer. Ne? Das höre ich natürlich viel mehr. Aber so könnt ihr auch mal hören, wie es klingt, wenn das Mikrofon ganz, ganz, ganz laut ist. Und jetzt noch den Bass rein. So, jetzt haben wir natürlich den vollsten Sound mit Hall. Ja, jetzt gehe ich noch richtig ans Mikro ran. Also ihr hört, das ist jetzt so richtig volle Pulle. Gehen wir mal wieder ein bisschen runter und nehmen auch wieder ein bisschen Bass raus. So, genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, läuft hier alles ganz normal. Ja, Folge 711. Wunderbar. Im Hintergrund die Mieze. Aber soll sie einfach mal mauzen. Dann haben wir sie wenigstens mal schön auf die Aufnahme drauf. Obwohl das ja natürlich jetzt mit dem Olympus besser wäre, ne? Ja, Windschutz habe ich auch nicht drauf, weil ich finde einfach, dass das Mikrofon besser rüberkommt ohne Windschutz. Und ja, ich bin ja nicht so ein Freund von Popschutz und Windschutz. Natürlich klingt es besser und professioneller, aber auf der anderen Seite wird halt auch eine Menge weggefiltert. Und ja, das finde ich dann auch immer nicht so gut. Vielleicht kann man noch ein bisschen Bass rausmachen. So, ein bisschen den Bass noch cutten, ne? Damit wir noch ein bisschen die Höhen. Damit die Höhen noch ein bisschen durchkommen. So, wunderbar. Ja, ansonsten, wie gesagt, hat sich hier nicht viel getan bei mir. Ja, auch ja, in den Gruppen so passiert, ja, man unterhält sich zwar, aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sich das ja so total was Großes rauspicken kann. Ja, aber ist halt so, ne? So ist es einfach. Ja, nochmal einen Schluck nehmen. Wasser mit Geschmack.
Ja, ich würde sagen, mehr kann ich euch heute nicht erzählen. Ich beende die Folge lieber, bevor ich hier sitze und nachher gar nichts mehr sage. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig. Ja, dann beende ich die Folge. Das war Podcast von Sven Heidenreich, Folge 711. Ja, und ich werde wieder eine Folge machen, wenn ich dann wieder ein bisschen mehr erzählen kann. Bis dann. Ciao, ciao. Das war Podcast von Sven Heidenreich. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr es unter meiner E-Mail-Adresse tun. sven.svenny.heidenreich@googlemail.com. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit den nächsten Folgen von Podcast von Sven Heidenreich und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.